und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality auf der Grünfelder Land. Warum fährt denn der rückwärts? War irgendwas, falscher Gang drin. So, ich werde jetzt heute voll den Tabak ernten. Was ist denn jetzt los? Das sieht nicht gut aus. Das sieht aus, als würde ich kein Gas geben. So ein Mist. Jetzt dachte ich schon wieder, ich hätte einen Disconnect. Ich hatte nämlich gerade schon einen. Hä? Schon wieder Tempomat aus? Warum denn das? Hä? Muss ja auch noch das Gaspedal treten. Vielleicht. Ja, komisch. Probier nochmal Tempomat. Ja, jetzt geht's. Na, fein. So, wir müssen den Tabak voll ernten. Der Jürgen sollte nebenan gleich anfangen, den Raps zu ernten. Und dann sind wir weitestgehend im Zeitplan. Albert hat sich leider schon wieder krank gemeldet, ohne Krankmeldung. Das gibt demnächst mal eine Kündigung, glaube ich. So geht's nicht. Halt! Gleich mal einen Jürgen anrufen und fragen, ob der auf dem Weg ist. Hallo? Hallo, ist da der Bauhof? Ja. Ah, guten Tag. Wer spricht denn da? Der Jürgen. Der Thomas, Entschuldigung. Ich wollte nämlich gerade sagen, der Jürgen hört sich anders an. Ja. Ich wollte mal fragen, ob ihr schon auf dem Weg seid zu meinem Feld, zur 106. Was soll denn da gemacht werden? Rapsernte. Das hatte ich letzte Woche mit dem Jürgen besprochen. Da weiß ich nichts von. Ich soll das Feld 85 säen. Raps. Na, ich hoffe mal, warte mal, dass der da auf dem Weg ist. Okay, gut. Der soll mich nachher mal anrufen, wenn er da ist. Ja. Danke, tschüss. Hat er das jetzt vergessen oder wie? Das wäre fatal, eventuell. Nicht, dass uns der Raps auf dem Feld hops geht. Da fällt mir gerade ein, der Herr Blaubeer, einer von den beiden. Man wollte ja Kartons haben. Ich glaube 5 Paletten, Leerpaletten und 5 andere Paletten. Warum hört denn dauernd der Tempomat auf, ey? Was ist denn da los? Ich glaube, sein Drescher ist kaputt. Wir müssten mal zur Wartung, ey. Der ist wirklich bald am Marsch. So, also ich muss auf jeden Fall nachher auch noch bei den Kartonpaletten vorbeischauen.
heißt bei der Zelluloseproduktion, also Fabrik. Ich glaube, da wird inzwischen produziert. Ich könnte auch gleich mal dann schauen, ob die läuft oder hat da das Wasser noch gefehlt. Ich bin mir gerade gar nicht ganz sicher. Letzte Bahn. Hätten wir das geschafft. Der kommt auch kaum noch vom Fleck hier, der Drescher. Und der muss wirklich mal in die Reparatur. Und dann kann ich gerade mal ins Tablet reinschauen. Kartonproduktion. Da fehlt's Wasser. Mist, ey. Hallo Polizeidienst, Herr Landrichter. Oh, hallo Herr Richter. Ja. Ich wollte gerade mal anfragen wegen meiner Wasserlieferung. Der Herr Müller ist auf dem Weg. Zum Kartonwerk. Ich weiß nicht, wo der hin ist. Den habe ich damit auf jeden Fall beauftragt. Okay, dann hoffe ich mal. Und dabei müsste ich Sie nachher nochmal für eine, bräuchte ich Ihre Fahrschule nachher mal für eine Sache. Eine Fahrschule? Also ja, das können wir gerne machen. Was brauchen Sie denn für einen Führerschein? Nur eine Wiederholung eines Führerscheins. Von was? Auto. Auto? Mhm. Sie? Nee, nicht für mich, weil bei uns hat einer eine Abmahnung bekommen. Ja. Vom Land. Okay, Auto ist vorhanden. Wenn Sie da eins mitbringen könnten, wäre es besser. Das ist... Ja, ich guck mal, dass ich eins finde. Nee, ich kann auch eins besorgen. Nee, ich habe da schon eins im Auge, das passt. Ich bring dann eins mit. Okay. Gut, dankeschön. Bitte. Bis dann. Ich rufe Sie dann an. Jop, passt. Tschüss. Tschüss. Volker Varuna, hallo? Ja, hallo Herr Varuna, Ihre Gerätschaften sind eingetroffen. Oh, das ist schick. Ja, ich verkaufe jetzt kurz meinen Tabak und dann würde ich demnächst vorbeikommen. Ja, sagen Sie einfach Bescheid, entweder ich bin da oder nicht weit entfernt. Geldsache habe ich richtig in Erinnerung, müssen wir noch. Ja, wie viel wären das an Steuern und Zuschlag? Lassen Sie mich kurz nochmal zusammenrechnen. Hallo, sind Sie noch da? Ja. Ah, ich dachte, die Verbindung sei abgebrochen. $15.600. Okay, mit Steuer komplett. Ja, ja. Also, da müssen Sie halt, ich sag Ihnen dann nochmal die Einzelbeträge dann. Nee, wenn Sie das weiterverteilen, dann passt das ja. Achso, ja, okay, so kann man es auch machen. Ja, ist, denke ich, einfacher. Sie müssen ja den Gewinn abführen. Ja, ja. Okay. Okay, tschüss. Tschüss. So, dann verkaufen wir mal schön den Tabak, 31.000 Liter, zu einem ganz angenehmen Preis. Kriegt man knapp 40.000 raus. Mist. Na. Das war der Händler gerade am Telefon, von dem wollte ich das Auto haben. Lalalalalala. Oh Gott. Lalalalalala. Volker Varuna, hallo. Hallo, Müller hier. Ja, welcher Müller sind Sie denn?
Stefan Müller. Der mit von der dem Wasser, wo muss ich ja. ihn da direkt hin? Sie sehen, wenn Sie reinfahren in die Zellulosefabrik. Ja, wo befindet die sich? Im circa. Industriegebiet, in Feldkirchen. Okay. Sind Sie da schon oder sind Sie woanders hingefahren? Ich muss erst noch gucken, wo ich hin muss. Ah ja, okay. Wenn Sie dort sind, rufen Sie mich an, bevor Sie eintanken. Dann sage ich Ihnen nochmal genau, wohin. Jo. Gucken wir mal an. Danke. Ja. Tschüss. Tschüss. Nicht, dass die wieder falsch eintanken, ey. Krieg ich nämlich Läuse. Der Jürgen meldet sich auch nicht, ey. Fahr ich gleich mal beim Händler vorbei und guck, ob ich das, mit dem geklärt bekommen wegen dem Auto. Oh, da bauen sie ein paar neue Häuser, ist ja interessant. Ich wollte mal fragen, ich bräuchte ein Auto für einen, nicht lange, für ein paar Minütchen, Stunden, da einer von der Polizei eine Nachschulung machen müsste. Und ich weiß, dass Sie ja diesen alten, den alten Pickup da haben. Ja, das ist mein privates Auto. Ja, korrekt. Ich denke, die Polizei wird Sie dann dafür entlohnen. Ich hoffe. Beziehungsweise kriegen Sie dann einfach eine Beteiligung. Mhm. Und ich dachte halt, ja... Wenn die Polizei das Auto kaputt macht, ist nicht so viel kaputt. Ja. Ich würde dann nochmal auf Sie zukommen, wenn es soweit ist. Ja. Gut, die, was waren es? 15.600, ja? Korrekt, hatten Sie die überwiesen schon oder nee, noch nicht? Mach ich gleich, wenn ich wieder am Feld bin. Ja. Okay, tschüss. Tschüss. Ich muss den Jürgen jetzt nochmal anrufen gleich. Beziehungsweise der soll mich anrufen. Ich weiß gar nicht, weshalb der sich nicht meldet. Bin mal gespannt, wie viel Tabak wir jetzt noch drin haben. Der auch rum. Ey. Gucken wir mal, wenn es nicht mehr viel ist an Tabak, dann lagere ich den erstmal ein. Ja, dass mein Mitarbeiter schon die zweite Woche in Folge nicht da ist, das nervt natürlich, muss ich schon ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht, was da los ist. Krankmeldung hat er mir nicht vorbeigebracht. Da muss ich schon mal Recherche betreiben. Vor allem, dass jetzt auch wieder dran geht, das Feld fertig für die Aussaat zu machen. Habe ich ihm extra einen neuen Traktor gekauft und jetzt ist er nie da.
Ah, ja. 387 Liter Tabak. Ich glaube, ich... Volker Varuna, hallo. Der Pamela hier. Ich bin im Industriegebiet angekommen. Gut, stehen Sie schon vor der Zellulosefabrik? Hier stehen so viele Gebäude. Ja, was sehen Sie denn? Häuser und hier steht noch so komisches Getümmel mit, wo 6 Häuser aneinander gereiht sind. So, sie sehen halb aus wie eine Kirche. Sieht aus wie eine Kirche. In meinen Augen sieht es aus wie eine Kirche. Ja, sagen Sie mir mal die Hausfarbe. Wie Steine aussehen, solche ganz normalen Steine. Ein rotes Backsteingebäude. Ja. Ah ja. Moment, muss ich ja gerade mal auf den Knopf drücken. Warum kann ich hier nicht auf den Knopf drücken? Ah, jetzt. Dann fahren Sie da mal ein bisschen vor. Auf der rechten Seite sind Bürogebäude. Was für ein Büro? Hallo? Wo sollen hier Büros stehen? Wissen Sie, wo rechts ist? Ja. Ups. Hey, servus, hey, krass, dass du anrufst, oh. Ja? Hey, ja, sorry, ja, der Typ, was hier wohnt, der ist halt gerade nicht da, ja? Also, wenn Sie auf der rechten Seite, wenn links... Ich sag mal so, ich stehe gerade beim Lidl, hinten. Ach, beim Lidl, da sind Sie ja ganz falsch. Ja, wo dann? Fahren Sie mal vor auf die Hauptstraße zum zum Kreisverkehr. Ja, oder? Bin ich? Ja, fahren Sie einmal gerade über den Kreisverkehr drüber, aber bitte der Straße folgen. Ich wollte gerade sagen. Ein bisschen über den Kreisverkehr wäre schon ein bisschen schlecht. Die Arme Rad auf die nächste Straße links. Da stehen so ein paar Holzschuppen. Das ist die Kartonproduktion, die Zellulosefabrik. Mit so einem Gemäuer und Zaun. Oh, hier steht er, ja. Gut. Dann danke ich recht schön. Ja, ach so. Ja. Dann haben Sie da so einen blauen Turm. Ja. Und da müsste eine Anzeige sein mit einer 0. In der anderen müsste 9000 irgendwas draufstehen. Da, wo die Anzeige mit der 0 ist, mit der roten 0, da müssen Sie einladen. Müssen Sie rückwärts ranfahren und dann können Sie überladen. Also hier steht, dass so ein großes blaues Fass mit 9000 Liter drin, aber eine zweite steht hier nicht. Nein, das ist das gleiche Fass. Nur auf der anderen Seite haben Sie nochmal eine Anzeige, wo eine 0 draufsteht. Ach, da. Genau. Ein Boot rückwärts ran. Ja. Ich weiß nicht, wie viel Sie dabei haben. 32.000. Ja, dann machen Sie mal voll. Jo. Alles, was reingeht. Gut, und schicken Sie mir dann die Rechnung. Jo, mach ich. Danke, tschüss. So, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar da. Und bis morgen. Der Jürgen ruft gleich an. Tschüss.